Hallo und herzlich willkommen, liebe Star Wars Fans. Wir sind wieder in einer Runde Star Wars Battlefront unterwegs und direkt tot. So, wir starten nochmal bei unserem Partner und wir kämpfen auf dem Waldmond Endor für die Rebellion. Gegen die imperialen Sturmtruppen. Wo ich einen gerade schon weggelöst habe hier. So. Ja, Vorsicht, Kuppel. Da kommt jemand. Ach, der hat dich erwischt, oder? Pfeilsignal offline. Wir müssen den Uplink reaktivieren. Ja, okay. Genau, Kampfläufer müssen zerstört werden. Und wir kriegen hier ordentlich Druck von den imperialen Sturmtruppen. Oh, hier müssen wir eben tippen. Ach, der olle Scheiß Credo gehört ja gar nicht zu uns. Ich dachte, ja, Alien ist ja auf unserer Seite, ne? Ja, das, oh, das ist eine schöne Ewok-Siedlung. Da kommt er mit einem Jetpack angeflogen und macht uns platt. Das läuft gerade nicht so gut, wie ich es wollte. Generell nicht so gut hier für uns Rebellen, ne? So. Hat er nicht auch noch hinten gerade... wenigstens etwas. Aber da hat auch gerade schon jemand... hier auf uns geballert. Wo sind sie? Den Suchdruiden zerstören wir auch nochmal. Müssen aufpassen. Da war irgendwo ein Sniper. Das war gerade ein schöner Effekt, dass das so ein bisschen verbrannt ist. Als ich da. Wie kommst du denn hier mit dem Speederbike hin? Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja ganz neu. Das ist ja ganz neu. Ey, der hat auch einen Speederbike. Ich will jetzt wieder. Ich will auch so einen Speederbike. Du Scheiß. Was ist das, ne? Jetzt habe ich mir die Flossen verbrannt. So. Die Uplink-Station wurde aktiviert. Weg ist er. Haltet sie! Credo wurde in der Nähe gesehen. Bleibt wachsam! Kabooms, das war nichts. So, wir versuchen es mal hier jetzt lang. Ich glaube aber. Ach, jetzt habe ich. Jetzt höre ich da hinten. Na? Habe ich euch erwischt? Habe ich euch erwischt? Ach, sehr gut, sehr gut. So, wir haben jetzt hier wieder unseren Raketenwerfer. Imperiale Einheiten haben unser Abwehrsignal abgeschaltet. Wir müssen es reaktivieren. Lasst mich in Ruhe. Sturmtruppen auf 12 Uhr. Speeder im Anflug. Na? Ja. Ach, da saß einer um die Ecke. Oh, noch der Credo. Der Uplink ist offline. Wir müssen ihn reaktivieren. Ja, machen wir. Und zwar. Credo ist Geschichte. Na, da kommt noch einer. Wo ist er? Mal Detonator rüber. Vielleicht bringt er was. Uplink aktiviert. Seid vorsichtig. Das Imperium schlägt sicher zurück. Sicher schlägt das Imperium zurück. Der ist Geschichte. Und der? Noch nicht. Einen erwischt? Jawohl. So, komm. Gute Arbeit. Wir haben den Uplink aktiviert. Und jetzt verteidigt ihn. Komm.
Ach, das war Doppelkill für ihn. Bomber gestartet und auf Angriffskurs. So, dich hab ich. Und der hat mich unter meinem Bruder. Sind wir jetzt schon... Komm, den Kampfläufer machen wir jetzt. Niederlage. Okay, das war nichts. Da ist unsere Fluchtmöglichkeit zerstört. Und ich würde sagen, wir machen einen kurzen Schnitt und sehen uns gleich wieder. Und damit recht herzlich willkommen in Star Wars Battlefront. Es geht weiter hier auf dem Halbmond Endor und diesmal kämpfen wir auf Seiten der imperialen Streitkräfte und werden uns mal den Rebellen ordentlich zeigen. Oh, da hat jemand schon einen Baum gefällt. Okay, ich dachte, wir sind hier ins Battlefront. Sieht aus wie Minecraft. Dann werden wir auch mal... Nein, Scherz. So, wir müssen diese ollen Ablenkstationen unter unsere Kontrolle bringen. Und ich markiere mal diesen hier. Und da vorne sieht es schon ganz schlecht aus. Wir werfen mal direkt eine Granate. Der Imperator selbst wird unseren Sieg sicherstellen. Ja, gut. Das heißt für uns Sturmtruppen eigentlich nichts Gutes. Wenn wir versagen, werden wir direkt gegrillt mit ein paar Blitzen. So. Ich gehe dem mal ganz schnell aus dem Weg, indem ich diese Station hier sichere. Da wird mich der Imperator bestimmt nicht. Ah. Außer es kommt hier so ein Bespin-Veteran da. Ach so, mein Partner ist der Imperator. Ja, mein hoher Imperator. Ich folge. Ich will so ein Speeder-Ding haben. Wie kriegt man so ein Speeder-Bike? Und er ist direkt hier der. Der Minenräumer schlechthin. Ja, die haben Lando und wir haben den Imperator. Also Leute, erkennt ihr den Fehler? Wir gewinnen eh. So. Außer der Imperator macht hier nur Scheiße und rennt nur durch die Gegend. Ach, und führt mich in den nächsten Hinterhalt. Aber er blitzdingt sie alle. Blitzdingt sie zwar nicht, aber... Ja. Ach. Es war so knapp. Ich hätte dich fast gekriegt. So, wie bekomme ich so ein Speederbike? Das ist die große Frage. Die sich, ja. Ah! Komm. Kann ich hier was mitmachen? Nein. Ich kann da oben... Ich gehe hier rein. Wir gehen wieder in den Bunker. Da wollte ich den AT-ST-Läufer da eben schnell links und dann habe ich nicht gesehen, dass da schon einer von uns war. Vorsichtig. 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 Rebellen. Unser AT-AT wird von einem feindlichen Bomber. Und was ich bekomme, ist nur eine Blasterkanone. Oh. Ich hab so einen Speeder. Stehen die jetzt hier auf der Karte herum, oder? Alter, ist das Ding schnell. Ich bin... falsch hier. Weg. Wo muss ich hin? Okay. Dann stehen die Dinger denn jetzt hier einfach auf der Karte rum? Ich bin noch ein Speeder. Wieder, und zwar an der Oberfläche, der nicht im Bunker. Greedo ist zur Unterstützung eingetroffen. Ah. Okay. Ich dachte eigentlich, er wäre in Episode 4 gestorben, aber gut. Er darf auf Endor mitkämpfen. Ich habe nichts dagegen. Solange er für uns ist, ist alles gut. Wir halten uns mal hier in der Nähe von diesem Chicken Walker. Weil der schon fast tot ist. Ach, und dann erledigt uns der mit seiner Schrotze. Was ein mieser Typ. Was ein mieser Typ. Ja, machen wir.
So. Jetzt können wir doch hier irgendwo runter. Ach, daneben geschossen. Wo können wir denn hier unser tolles Geschütz hinsetzen? Aufpassen, Rebellen! Die sind überall, ne? Aber hauptsächlich sind sie da. Ihr Team muss nicht mehr lange beschützt werden. Der Schildgenerator ist gleich wieder online. So, kann ich hier? Genau hier. Kann ich mich hinstellen. Wenn du da jetzt mal deinen scheiß Fuß weglässt, ne, dann baller ich da so viel Laserblaster-Dinger rein, dass sie da nie wieder rauskommen. Machst du deinen Fuß da mal weg, Kumpel? Das wäre echt geil. So. Ich glaube, da kommt keiner mehr raus. Und so wie es aussieht, müssen wir in die Richtung weiter. Dann begeben wir uns auch mal dorthin. Und zwar wollen wir dahin. Ich hatte euch gesehen, aber er hatte mich zuerst gesehen. Gut, starten wir bei unserem Partner. Ist der feindliche Uplink offline. Der ist offline. Wir gucken mal, dass wir da oben. Unsere Scanner haben den Millennium-Falken in eurem Quadrat. Den wechseln wir. Schnappt euch diesen Schmuggler Solo. Solo ist da. Solo. Den kriegen wir auch noch. So. Wir müssen da hoch. Habt ihr ihn erwischt? Ja, ich hoffe, wir müssen. Die Rebellen haben die Ablenkstation aktiviert. Wir müssen sie abschalten. Wir rennen da jetzt mal hoch, in der Hoffnung, dass wir nicht direkt sterben. So, wir holen uns mal endlich das Dings hier und werfen das da mal runter. Und zerfetzen direkt ein. Das ist doch schön. So, den haben, der ist offline und der andere. Nicht ganz, ne? Wo sind die Rebellen? Da haben wir direkt. Die Rebellen haben die Ablenkstation aktiviert. Solo müssen wir kriegen. Ah, Solo kriegen wir nicht mehr. Verdammt. Schade. Aber wir haben ihm ordentlich was mitgegeben. So. Wir haben den Ablenk der Rebellen deaktiviert. Wir krabbeln mal durch den hohen Baum. Dann haben wir die Ablenkstation da schon. Du hast meinen Partner, Edith. Solo macht keinen Ärger mehr. Aber wo bist du? Die Rebellen haben den Ablenk aktiviert. Vorrücken und abschalten. Hol dir den ATS. Holen wir. Ich hol mir das hier. Und dann will ich hier wieder runter. Wir haben ihren Ablink deaktiviert. Das müsste ihre Bombe aufhalten. Die Rebellen haben den Ablink aktiviert. Vorrücken und abschalten. Das Rebellenpaket ist in der Überzahl. Wow. Ich habe ich erledigt. Ich deaktiviere hier mal den Ablenk. Sehr gut. Er ist ganz in der Nähe. Holt ihn euch. Da einfach mal. Rebellen haben die Ablenkstation übernommen.
Ach, und da lädt er mich mal. Und da ist auch Sky Guy. Oder Skywalker. Nicht Sky Guy. Sky Guy war ein anderer, ne? Was ist das? Drei Ablinkstationen? Oder bin ich jetzt total verwirrt? Nee. Ich bin total verwirrt. Wieso sind das denn? Da? Rebellenablink gestört. Wieso ist denn da noch angezeigt, dass da eine Ablinkstation ist? Die Rebellen kontrollieren die Ablinkstation. Wir müssen sie deaktivieren, sonst nehmen uns ihre Y-Wing-Bomber aufs Korn. Das ist bei mir ein Fehler. Okay. Das ist auch mal interessant. So. Ja, wir gehen dahin. Feindliche Schiffe eröffnen das Feuer auf unsere Kampfläufer. Okay, dann beschützen wir sie jetzt. Wir beschützen jetzt die Kampfläufer. Ey, komm. Hopp, hopp. Kleine Sturmtruppe. Aua! Wo kommt der denn her? Will ich denn mal wieder einen anderen Blaster nehmen? Ich finde den Blaster an und sich sowas geil, aber ich nehme den Sturmtruppenblaster. Und starte hier nochmal. Der AT-AT muss noch eine Weile beschützt werden. Aber wir haben auch nur einen Kampfläufer, ne? Das wird ja richtig mies so langsam. Hatten wir immer nur einen? Ich glaube ja. Jetzt haben wir eine geile Granate. Und ballern den mal eben da. Ach, der verpieselt sich natürlich. So. Das ist ein Anzeigefehler. Irgendwo muss man hier noch Rebellen sein. Vorsichtig, Sepp. Vorsichtig. Jo. Wir gehen mal zu der Station, ne? Ganz vorsichtig. Und dann sind wir auch schon wieder fast am Ende, ne? Ja, das ist doch die letzte Station, genau. Ist ja nicht irgendwo unsere Rebellen laufen sehen. Wir greifen dann mal den Controller da. Ach, ich hab's gerade. Ja, und ich erwische keinen einzigen. Mann. Den Fehler hatte ich auch noch nicht, dass hinter mir dann angezeigt wird. Wir haben den Jedi Skywalker ganz in der Nähe aufgespürt. Gewährt diesem Verräter keine Gnade. Nee. Laut unserer Scanner haben die Rebellen eine Ablinkstation aktiviert. Guck mal, bis jetzt. Das haben wir locker in der Tasche. Da ist noch ein bisschen Giftgas. Halt, wir haben ihr Signal unterbrochen. Macht weiter Druck auf diese Rebellen. Definitiv auch interessant werden. So, dich krieg ich doch. Die rennen da morgen zu der Station. Ach. Ich hab zumindest eine Granate fallen sollen. Ich nehm doch nochmal wieder den Blaster. Weil ich hab das Gefühl, er ist stärker. Die Rebellen haben die Ablinkstation aktiviert. Wir müssen sie abschalten. So, da wollen wir hin, Kumpel. Du läufst da schon hin, ich gebe das mal als Befehl durch, dann kriege ich vielleicht noch ein paar Punkte extra. Ja, auf jeden Fall lustig. Zielerfassung der Rebellenbomber unterbrochen. Laut unserer Scanner haben die Rebellen eine Ablinkstation aktiviert. Na? Was snipest du? Wir haben Oberfett zur Unterstützung rekrutiert. Aua, aua. Nahe Rebellen packen sollte. Gegner auf 12 Uhr.
Aua, aua. Feindlicher Ablink deaktiviert. Ach, und da holt er mich weg. So, ein Partnereinstieg. Den haben wir schon. Die Rebellen haben den Ablink aktiviert. Vorrücken und abschalten. Das war nix. Haltet die Rebellen von diesem Ablink so fern. Ohne ihn bekommen sie keine Luftunterstützung. Ja, das verstehe ich schon. Aber die halten uns ganz gut davon fern. Haut er mir aber hoch. Unfassbar. Skywalker ist besiegt. Informiert Lord Vader. Zielerfassungssequenz der Rebellen und... Plack, liegt er gerade auf dem Boden. Da liegt der Sepp. Mann. Nein, das ist der Bug. Ich gehe nochmal auf der anderen Seite. Links ist mir zu viel Action. So, den wollen wir jetzt besetzen. Das versuchen wir jetzt nochmal hier. Und zwar renne ich hier schön brav um sie. Der übrigens sehr geil aussieht mit den Sternzerstörern im Hintergrund. Das sieht mal mega aus. Ja, noch gut, wenn die Sternzerstörer ein bisschen Einfluss auf das Geschehen hätten hier. Die Bomber der Rebellen haben unseren AT-AT als Ziel erfasst. Der Feind ist in der Überzahl. Unsere Suchdrohnen haben Skywalker entdeckt. Er ist ganz so, in der den Nähe. Haben wir schon mal. Holt ihn euch. Rebellen haben den Ablink aktiviert. Hier, die aktivieren ihn mal direkt wieder. Zumindest diesen Ablink. Ja, komm. Hab ich dich erwischt. Dich hab ich auch erwischt, aber du hast... Oder dein Kumpel hat mich erwischt. So. Ja nichts sagen, ne? Na, warum sitzt ihr dann da einfach so doof herum? Das ist kein Wunder, dass ihr ja keinen Punkt kriegt. Rebellenbomber nehmen unseren AT-AT aufs Korn. Konzentriert euch, Rebellen nähern sich. Ich hatte keine Wahl. Nee, ich weiß. Ich hab dich auch angegriffen. Beziehungsweise natürlich hattest du eine Wahl. Du hättest mich leben lassen können. Ich hätte dich auch getötet. Ich hätte dich zwar nicht am Leben gelassen, aber. Komm. Ich muss eine Handgranate machen. Das ist das Ende von Skywalker und dieser armseligen Rebellion. Genau, so sieht's aus. Die haben ganz schön viele Bomben. Aber sowas von viele Bomben. Wir müssen jetzt hier... Da wird bombardiert. Unser Kampfläufer hat die feindlichen Linien durchbrochen und ist bereit, das Feuer auf das Fluchtschiff zu eröffnen. Achso. Jetzt müssen wir nur noch die Rebellen hier überbleibst erledigen. Ich kann dann nochmal jemanden zum Snipen kriege. Jetzt werden die Rebellen den Zorn von Lord Vader spüren. Die ganze Zeit keiner und kaum. Und da kommt einer von links. Gut, ist halt so. So. Ja, da rennt der Lord. Wir wissen von einem unserer Informanten, dass Skywalker in eurem Quadrat ist. Bereitet Lord euch auf ihn vor. Nicht Voldemort, sondern Darth Vader. So, zack. Unser AT-AT ist noch für kurze Zeit ungeschützt. Schlag das Rebellenpack zurück. Machen wir. Also den... Cool. Haltet die Augen der Rebellen offen. Sagt einen Imperator, er ist der Nächste.
Wir haben gewonnen. Auch wenn es vielleicht doch noch ganz schön knapp war. Aber ein Sieg. Gut, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.